Oh, eine ganze Menge, muss ich sagen. Das hat mir jetzt so einen richtigen Push gegeben, jetzt nicht nur durch die Corona-Zeit, sondern war ja schon im Oktober letzten Jahres. Und es ist eigentlich so das erste Mal, dass wir praktisch das Thema Nachhaltigkeit in die gesamte Akquisestrategie auch mit eingebaut haben. Also es gibt kaum ein Projekt, von dem ich sagen könnte, dass es ohne Nachhaltigkeitsstrategie, ist vielleicht ein großes Wort, aber zumindest das Thema platziert wird und wir uns mit unseren Kunden darüber unterhalten, wie tief man das angeht, was trauen wir uns, wie weit kann das gehen. Denn je mehr wir uns damit beschäftigen, desto komplexer wird das ganze System natürlich auch und die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dann war es natürlich auch für uns selber ein Push. Also wir sind bei Dresden Sommer seit diesem Jahr klimapositiv. Das heißt, auch das war ein Effekt sozusagen aus dieser Nachhaltigkeitsdiskussion bei uns selber im Haus. Und auch, wir sind knapp 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben natürlich jede Menge Bürostandorte und versuchen die jetzt so nach dem alten Motto Vorbild und Liebe. Ja, wir machen es erstmal selber und dann sind wir auch glaubhaft für unsere Kunden, wenn wir es beweisen können und zeigen können, dass es funktioniert. Also erstmal glaube ich, wir brauchen Öffentlichkeit damit und es ist natürlich besser, wenn das zentral auch irgendwo auch verantwortet wird und gesteuert wird. Ich denke, wir brauchen vor allem eine gemeinsame Leitlinie aus diesem Thema heraus. Der kann man sich orientieren, man kann benchmarken, Kunden können untereinander vergleichen, weil sie einfach dieselben Themenkomplexe bearbeitet haben und auch ein bisschen nach einer gemeinsamen Richtschnur eben vorgehen. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund für mich, warum es Sinn macht, dass wie beim DGNB eben zu verorten und sich dann mit möglichst vielen Teilnehmern natürlich in die Skalierung und in die Breite zu bringen. Ja. Mein Gott, ähnlich wie die Digitalisierung uns beeindruckt, glaube ich, muss das Thema Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil werden. Und zwar in jedem Projekt, egal ob es ein Bestandsthema ist, ob es ein neues Thema ist, egal ob es ein Quartier ist oder eine einzelne Liegenschaft oder ein einzelnes Gebäude, es muss einfach unverzichtbar werden. Ich denke, das sind wir unserer Umwelt schuldig, das sind wir den Kolleginnen und Kollegen der Zukunft schuldig. Und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass nicht nur durch die Corona-Pandemie die Erwartungshaltung unserer künftigen Mitarbeitergenerationen ganz eindeutig in diese Richtung gehen wird. Und wenn wir das nicht jetzt vorbereiten, dann werden wir den Krieg um die Talente nicht gewinnen können.